Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich mal so ein Projekt starten. Also ich will mir ein Haus bauen in Bloxburg und ja, so eine Art YouTube-Haus. Mal schauen, wie das Ganze auf jeden Fall wird. Wir werden heute auf jeden Fall den ersten Teil aufnehmen und ich hätte gesagt, wir starten gleich nach dem Intro. Also, wir müssen erstmal in den Baumodus. Das ist ungefähr die Fläche, die wir haben. Wir kriegen, glaube ich, den Müll auch nicht weg. Ich muss mal schauen, ob wir den Müll hier und den Briefkasten fortkriegen. Aber ich kann es bloß verschieben. Gut, ich bräuchte erstmal vielleicht, das mache ich wieder weg, wieder in den Baumodus rein. Ich habe auch, mein Charakter hat Stimmung gleich 0. Müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann uns mal drum kümmern. Aber erstmal ist wichtig, erstmal das Haus zu bauen. So, dekorieren. Dann hier vielleicht erstmal die Wände hätte ich vielleicht erstmal gebaut. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wo steht hier Wände? Wände hier. Perfekt. Ich hätte gesagt, wir bauen vielleicht erstmal ein Haus, was jetzt nicht so groß ist. Wir können uns ja dann immer noch vergrößern. So, erstmal hier vielleicht. Dann so nach hinten. Muss also überlegen, ob das so auch halbwegs passt. Ich glaube, das hier passt so, ja. Wir können ja nach oben hin noch wegbauen. Aber erstmal, dass es halt so grob passt. Das hier schön hier eine Wand hinzimmern. Sieht klasse aus. Und hier auch. Perfekt. Dann darüber noch. Muss gerade überlegen, ob wir eine Tür reinbauen oder ob wir zwei reinbauen. Wenn wir zwei reinbauen, dann hätte ich es so gebaut. Mir fällt gerade bloß ein was auf. Der Abstand zwischen der Wand und der ist unterschiedlich. Also hier sind es 5 und hier sind 7. Gut, dann müssen wir vielleicht 2 davor schon hier rüber. Weil ich möchte schon irgendwie, dass es symmetrisch ist. Sonst sieht das ein bisschen blöd aus. Und die Wand machen wir weg. Was bin ich gerade am überlegen? Wir müssen, wenn wir die Wand kürzen, ich glaube, das geht nicht mehr. Dann müssen wir die auch abreißen. Dann reißen wir die hier auch noch ab. Und die da hinten auch. Wände. Wo sind Wände? Hier. Perfekt. So. So, jetzt passt das. Genau. Und dann hier einmal rüber. Perfekt. Ich schau mal kurz, ob wir jetzt so schon ein Dach kriegen. Also ein Dach muss auf jeden Fall hier rein. Hier so ein Flachdach erstmal haben. Das wird so das Erdgeschoss. Und ja, deswegen Flachdach. Auf T kann ich automatisch auswählen. Okay, manuell. Automatisch. Ah, gut. Das könnte ich jetzt mal abbrechen. Nochmal. Automatisch. So. Ah, ich hätte es anders machen müssen. Aber wir sind auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Wieder automatisch auswählen. Und jetzt so. Perfekt, dann haben wir die erste Ebene auf jeden Fall schon mal. Ich muss mal kurz schauen, wenn ich jetzt auf Abbrechen gehe. Aber ich muss ja irgendwie speichern so. Ja, so habe ich es abgebrochen. Merkwürdig. Wie kann ich das Ganze speichern? Nochmal automatisch. Man sollte sich vielleicht auch nicht, bevor man das Spiel spielt, ja, erstmal davor informieren, wie das Ganze funktioniert. Es ist nach oben und nach unten, ja. Aber ich will das so speichern, das passt doch. Ah, so, ich muss die andere Maustaste drücken. Jetzt haben wir es. Wollen wir noch eine Tür? Eine Tür ist ganz wichtig. Und dann hätte ich vielleicht so eine schöne Zweiertür genommen. Oder vielleicht so eher so, wir könnten vielleicht so auf altmodisch machen. Oder hier. Die hier finde ich auch nicht schlecht. Wir müssen halt auch ein bisschen aufs Geld achten. Wir haben halt nur 41.000 Euro. Ist zwar schon viel, aber wir müssen trotzdem drauf achten. Die Tür hatte ich das letzte Mal auf jeden Fall bei meinem Haus, was komplett gar nicht ging. Die hier sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Ja, nehmen die weiße mal. Die weiße. Ich will dich hier rein. Ach, wir müssen das Ding zubauen. Jetzt verstehe ich. Wir müssen erst, glaube ich, dieses Ding zubauen. Hier mit der Wand. So. Und dann müssen wir die Tür reinsetzen. Wir werden auf jeden Fall immer schneller mit dem Bauen, Leute. Ich sag's euch. Ist es die Mitte? Ja, das ist die Mitte. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Tür drin. Und die Tür, muss ich echt sagen, sieht sehr gut aus. Wir können vielleicht schon mal die zweite Etage oben bauen. Dann haben wir wenigstens den Grundriss vom Haus. Und ja, dann sieht das Ganze auf jeden Fall auch gut aus. So halbwegs. Kann ich da jetzt nicht drauf bauen? Warum geht denn das nicht? Ich wollte doch ein Dach bauen. Muss kurz schauen. Ich lösche mal kurz das Dach. Kann vielleicht sein, dass das wegen dem Dach nicht geht. So. Wände. Kann ich da drauf bauen? Ich kann halt wirklich nicht oben drauf bauen. Warum kann ich nicht oben drauf bauen? Ach, ich muss einen Spielpass kaufen, um ein Stockwerk oben drüber zu bauen. Ich hätte gesagt, dann bauen wir halt nur eine Ebene. Ja, das Dach sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So ein schönes Dach hier passt. Dann hätte ich gesagt, jetzt haben wir schon mal den Grundriss unseres Hauses. Dann müssten wir vielleicht jetzt erstmal noch die Farbe des Daches. Wo ist das Ganze? Ich glaube, hier bei Farben. Material. Ich glaube, das hier ist es. Oh Gott, schauen. Aber eigentlich müsste das Dach sein. Ja, das ist, glaube ich, doch. Ach, das geht nur seitlich. Okay. Ich wollte das eigentlich oben drauf ändern. Kann ich das oben drauf auch noch ändern? Ich glaube, oben drauf wäre das Ganze viel sinniger. Ja, doch, das passt so. Und die Seiten
mache ich wieder hier ganz normal. Die Seiten haben nämlich gepasst, so wie sie waren. Wo ist denn hier die ganz normale Farbe? Hier. Nee, ich will das. Hä? Ich will die Seite ändern. Dann kann ich nur. So ist halt alles. Das Dach passt zwar jetzt. Es muss jetzt noch rot gemacht werden. Das können wir auch gleich machen. Das Rot, glaube ich, ist das Beste. Es passt jetzt zwar von der Farbe und alles, gibt's gar nichts. Aber die Seiten gefallen mir irgendwie nicht. Wie kann man denn die Seiten jetzt wieder rückgängig machen? So, ich mache vielleicht erstmal die Seiten hier unten. Ich hätte gesagt, wir machen vielleicht so einen orangenen Anstrich, oder? So, oder vielleicht einen helleren. Ist das so ein dunkleren? Ich muss mal kurz schauen. So sieht es halt dann aus. Also einen hellen vielleicht sieht nicht mal so schlecht aus. Der hier sieht, glaube ich, nicht mal so schlecht aus. Den nehmen wir auch, Leute. So ein... Ja gut, wir nehmen doch ein bisschen dunkler. Wenn wir dunkler nehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Die Farben sind alle nicht so die besten. Das hier sieht halt auch gut aus. Wirklich sehr gut. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es zu extrem. Ich schau mal kurz, wie das so aussieht, wenn wir so das Ganze bauen. Mit der Farbe. Es könnte was aussehen, aber es ist halt irgendwie extrem hell. Ich probiere das mal jetzt bei der großen Fläche. Bei der großen Fläche sehe ich es am besten hier. Ne, wir bleiben bei dem Gelb hier. Gänseblümchen, das bleiben wir hier. Das Gelb passt am besten, das Gänseblümchen. So, ringsrum wird das Ganze gelb gemacht. Oder dieses Gänseblümchen gelb. So, also jetzt steht ungefähr das Grundhaus. Jetzt würde ich noch gerne hier diese Seiten verändern. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. So, ach, hier kann ich die... Jetzt verstehe ich das Ganze. Ich konnte das hier unterschiedlich machen. Und jetzt kann ich das hier wieder... Wo ist denn das Normale? Das ist, glaube ich, das Einfarbige. Ja, das ist, glaube ich, das Einfarbige. Dann machen wir das hier auch noch mit diesem Gänseblümchen. Weil jetzt sieht man hier einen Unterschied. Ich muss mal kurz schauen, was das Richtige ist. Was da hier ist das Richtige. Jetzt haben wir es. Boom. Fertig, Leute. Und jetzt haben wir hier unser Haus mit, ja, noch gar keinen Fenstern. Die Fenster müssen wir auf jeden Fall noch reinbauen. Ich hätte auf jeden Fall vielleicht auch ein paar Dachfenster reingemacht, wenn es das gibt. Weiß es nicht. Aber von außen... Es sieht schon mal cool aus, muss ich echt sagen. Im Vergleich zu dem Haus, was wir davor hatten, sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Hier kommen halt noch die ganzen Fenster rein und so. Deswegen wundert euch nicht. Das Ganze machen wir aber in der nächsten Folge. Und irgendwann muss ich auch mal schauen, dass mein Charakter hier mal wieder Energie zu sich bekommt. Ja, aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ja, bleibt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch auf jeden Fall die Folge gefallen hat, die Anfangsfolge von Oh mein YouTube-Haus in Bloxburg, dann gerne abonnieren. Glocke aktivieren, gerne ein Like da lassen. Und dann hätte ich gesagt, Leute, das war's. Bis zum nächsten Livestream oder bis zum nächsten Video. Ciao!